Dolly Dolly. Ganz Dolly das Gerät hier. Das macht schön. 12 Ampere mit 18 Watt. 18 Watt? Watt? Und zwar kannst du hier 2100 Wattstunden reintun. 18.000 Watt. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTour.tv. Mein Name ist Sebastian und ich habe heute hier eine tragbare Steckdose. 230 Volt für unterwegs. Ich habe also genug Energie, dass du den ganzen Tag damit auch wirklich schwere Arbeiten mitleisten kannst. Und das alles in so einer kleinen, kompakten Verpackung mit nur 20 Kilo, das ist der Hammer. Und das schauen wir uns heute an. Ich muss sagen, das Thema Akku und Arbeiten mit Akku interessiert mich persönlich wirklich sehr. Ihr habt ja gemerkt, auch in letzter Zeit haben wir uns zum Beispiel das Thema Makita-Akkus mal angeguckt. Wir werden uns auch demnächst noch andere Akkusysteme noch mal in der Tiefe wirklich anschauen. Halt, stopp, stopp, stopp. Du denkst, du hast schon alles gesehen? Nein. Ran ans Werkzeug, die Live-Show! Sei live dabei und schnapp dir die 1000 Euro. Ihr kennt sowas wie hier den Bosch ProCore 12 Ampere, schon das Größte, was es von Bosch gibt, 18 Volt. Oder wir haben hier Milwaukee 72 Volt, ja, riesiges Teil MX Fuel. Mann, oh Mann, oh Mann, also schon wirklich, wirklich groß, auch wirklich schwer. Und hier gibt es von Instagrid eine ganz andere Denkweise, eine ganz andere Logik. Denn eigentlich ist das hier nur eine 230 Volt Steckdose. Ja, also ich nehme jetzt mein Gerät, wie jetzt hier zum Beispiel den Bandschleifer, stecke den hier vorne rein. Mache das Gerät an, warte kurz, bis es hochgefahren ist. Nämlich hier unten habe ich eine Anzeige. So, ist grün und schon. Ja, schon kann ich arbeiten. Also wir haben hier nur hier Strom, das Gerät hier nirgendwo Strom und kommt hier draus. Das heißt, ich habe hier wirklich eine 230 Volt Steckdose. Und da kann ich hier erstmal reinstecken, was ich will. Und kann damit arbeiten. Jetzt, was ich will, ist natürlich relativ. Das Ganze ist abgesichert mit 16 Ampere, das heißt maximal theoretisch 3600 Watt, die ihr hier abnehmen könnt. Ob das stimmt, das werden wir gleich mal ausprobieren, denn wir werden alles mal gleich daran setzen, um diese Steckdose zu überlasten. Mal gucken, ob es funktioniert. Deswegen haben wir schon etwas ungewöhnliche Geräte hier. Natürlich werden wir auch unseren Hobel hier anschließen oder einen großen Winkelschleifer und so weiter und so fort. Mal gucken, ob das geht. Das Thema Akku und Arbeiten mit Akkusystemen ist etwas, was mich persönlich sehr beschäftigt, vor allem, weil es euch sehr beschäftigt. Ich persönlich arbeite sehr, sehr gerne mit Akkus bzw. mit akkubetriebenen Geräten, weil es einfach flexibler ist, ich überall sofort hingehen kann und kann arbeiten. Viele von euch sagen aber, naja, es gibt aber auch noch kabelbetriebene Geräte, die wirklich gut sind und die mich total interessieren. Und jetzt ist es etwas, wo ihr normalerweise in zwei Lagern sitzt. Ja? Das heißt, ihr habt Akkugeräte und ihr habt Kabelgeräte. Mit dem Gerät hier ist es aber so, dass du sagen kannst, okay, ich bin mit einem kabelgebundenen Gerät mobil. Das heißt, eigentlich beide Welten kommen jetzt mal zusammen oder kommen zueinander. Das heißt, du kannst wirklich mobil deine kabelgebundenen Geräte einfach mitnehmen. Und wir nehmen jetzt mal schon gleich eine richtige Hardcore-Anwendung als erstes. Nämlich folgendes. Ich habe hier einen Winkelschleifer. Einen Winkelschleifer von Bosch. Und der hat keinen Sanftanlauf. Ja? Das Gerät hat entspannte 2000 Watt. In der Leistung, wenn es normal arbeitet, aber im Anschaltstrom oder beim Anlauf zerrt der richtig an der Sicherung. Und ich kann euch eine Sache sagen, wir haben eben das Gerät genommen, hier bei uns ganz normal in die Steckdose gesteckt und was war? Nach dem dritten oder vierten Anlassen, bam, bam, Sicherung raus. Ja? Und das ist etwas, was durchaus passieren kann, was übrigens auch, wenn ihr zum Kunden geht, ja, wenn man zum Kunden hingeht, dann auch echt nervig ist. Ja? Du gehst zum Kunden, möchtest irgendwie arbeiten, bam, Sicherung raus. Oh, lieber Kunde, wo ist dein Sicherungskasten, läufst irgendwo hin und so weiter und so fort. Einige von euch kennen das, ja. Ich kenne das auch von früher, als ich noch sowas gemacht habe oder so unterwegs war. Hier hast du das Problem nicht, ja, denn das Gerät hier schafft einen Anlaufstrom von bis zu 18.000 Watt. Ich sag's erstmal, Watt? Richtig, 18.000 Watt. Klingt irgendwie komisch, oder? Und deswegen möchte ich auch gleich mal was ausprobieren. Und zwar ist es schon echt ein Riesentest. Stellt euch mal vor, ich nehme jetzt hier das Gerät, stecke das einfach hier rein, ja, hier vorne, schalte ihn erstmal an, stecke das hier rein und sag mal gucken, was passiert, ja. Ob er das hält oder nicht. Okay. Er ist natürlich wirklich nur hier drin, ja.
Ihr habt gesehen, überhaupt kein Problem. Es funktioniert, funktioniert auch ohne weiteres. Und deswegen, wir schauen uns das Gerät jetzt mal ein bisschen genauer an. Aber im Anschluss möchte ich mal eine Sache machen. Nämlich, ich werde mal Folgendes machen. Ich werde mit Akku hobeln. Wir fanden das selbst ein bisschen merkwürdig. Mal gucken, ob das, wir haben es auch noch nicht ausprobiert. Mal gucken, ob das Gerät das kann. Und wenn das Gerät das kann, werden wir vielleicht noch gleichzeitig Winkel schleifen. Oder mal schauen, was noch so alles geht. Aber wir wollen ihn ja auch mal ein bisschen hier herausfordern, oder? Also schauen wir uns das Gerät mal an. Und eigentlich gibt es nichts zu sehen. Und das finde ich richtig gut. Denn einerseits ist es nur so, wir haben hier drumherum, wenn du das so anguckst, wir haben hier einen Käfig, der das Ganze etwas schützt. Das Teil in der Mitte, den eigentlichen Akku. Und hier vorne gibt es so gut wie nichts einzustellen. Ja, schaut mal hier. Wir haben hier einfach nichts, außer hier das Ganze einstellen, ausstellen, Transport. Ja? Das ist die Transportstellung, wenn du das Gerät transportierst, dann in diese Stellung bringen. Hier, wenn du auf dem Bau loslegen möchtest, bevor du loslegen möchtest, und hier sagst du an. Dann geht Folgendes, passiert Folgendes, dass hier das Gerät fährt hoch. Jetzt hat es schon geschaltet. Hier grün geht los. Das ist auch gleichzeitig die Akkuanzeige. Ja? Dann hast du hier deine Steckdose. Ja? Da kannst du dann deine Geräte reinstecken. Hier hast du den Power Input. Hier kannst du also das Ganze laden hier. Und dazu brauchst du auch nichts als hier ein ganz normales Kabel. Ja? Hier hast du das Eingangskabel. Ach, wir machen das einfach mal für euch. Schaut mal hier. So, hier ist das Kabel drin. Und das Ganze kommt hier bei euch ganz normal in die Steckdose. Dann haben wir hier auch noch einen Neutrik-Stecker, ja? Wo ihr das entsprechend anschließen könnt. Und das ist auch alles. Ich zeige euch das nochmal von der anderen Seite. Wir haben es hier von der Seite, hier nochmal von unten. Ihr seht, da ist nichts weiter dran. Und von hinten hier auch nichts. Das war's. Ja, das war's wirklich. Und das finde ich super. Du kannst nichts einstellen, weil du es nicht musst. Aber kommen wir mal zu ein paar Fakten. Und zwar, das Gerät ist IP54 geschützt. Das heißt wirklich, auch Staub und Dreck kann dem Gerät hier nichts anhaben. Das nächste Thema ist, wie viel Energie kannst du hier eigentlich speichern? Und zwar kannst du hier 2100 Wattstunden reintun. Um sich da mal vorzustellen, was bedeutet das eigentlich? Machen wir es andersrum. Genau. Wir haben hier zum Beispiel diesen Bosch ProCore 12 Amperestunden. Ja? Und hier drin sind, ich gucke mal drauf, hier sind 216 Wattstunden. Das heißt, hiervon brauchst du 10 Stück, um hier dasselbe hier zu erreichen. Wenn wir jetzt uns das hier zum Beispiel angucken, ja, den großen MX Fuel, der hier auch ordentlich Geld kostet, hier drin sind 400 Wattstunden. Genau, hier sind 400 Wattstunden drin. Ja, hier haben wir 2100 Wattstunden drin gespeichert. Das ist schon echt eine Menge, ja, wenn du es vorstellst. Um das mal so ins Verhältnis zu setzen, wenn du eine euch sicherlich bekannte Kappsäge von Bosch, die GCM12 GDL nimmst, kannst du die eine Stunde am Stück einfach laufen lassen. Jetzt muss man das aber relativieren. Was bedeutet denn eine Stunde am Stück? Du wirst ja die GCM12 GDL nicht die Stunde nehmen, runterhalten und einfach laufen lassen. Nee, du wirst etwas rauflegen, machst sie an, machst einen Schnitt, dann machst du wieder irgendwas anderes. Ein Schnitt dauert im Zweifel irgendwo zwischen 5, maximal 10 Sekunden. Und jetzt übersetzt das nochmal in die andere Richtung. Ja? Du kannst also wirklich lange, sehr, sehr lange, also ich denke, weit über einen Tag normal, wenn du mit einer Kappsäge arbeitest, mit dem Gerät hier auskommen und hast mobil deine Steckdose. Und genau das ist ja auch der Eingangs- oder das der Zweck von diesem Gerät. Du hast eine mobile Steckdose mit 16 Ampere, das heißt Spitzenleistung, die du normal so hier aus solchen Kabeln hier auch ziehen kannst, hier unterwegs dabei. Und ich habe mit Instagrid auch nochmal gesprochen, weil ich wissen wollte, was machen denn die Leute damit, ja, mit so einem Gerät? Also was ich damit mache, weiß ich. Also ich werde hier auf jeden Fall eine Menge Spaß haben. Aber das wird häufig benutzt. Nummer eins machen, nehmen sowas Monteure, die rausfahren und keine Lust haben, dass bei ihren Kunden andauernd der Einschaltstrom raus, also der Strom rausballert, die Sicherung rausballert, weil der Einschaltstrom so hoch ist. Ja, das ist Nummer eins. Nummer zwei, auch dann der Monteur, wenn er einfach sagt, oh, ich habe keine Lust auf irgendwelche Kabeltrommeln oder sonst irgendwas, nimmst einfach das Gerät, stellst es dir hin, hier hast du dein normales Kabel rein, bums, fertig. Ja, ist auch ein Riesenvorteil. Dann haben sie jemanden gehabt, der draußen ein mobiles Röntgengerät hat, auf die Weide fährt und dort Kühe röntgt. Da denkst du erstmal, hä? Aber ist total logisch. Du musst die Kuh nicht nehmen und irgendwo noch hinbringen, um sie dort röntgen zu können, sondern er kann hier Kuh nach Kuh nach Kuh oder Pferd oder was auch immer auf der Weide halt dort dann röntgen. Oder. Es gibt, also, gibt so viele Anwendungszwecke. Hier André, unser Kollege hat einen Camper und er sagt auch, oh, naja. Könnte ich mir schon gut vorstellen beim Camper. Nein, André, ist meine. Und genauso geht es weiter. Du hast halt eigentlich unendliche Möglichkeiten. Eine andere echt coole Sache ist, das Gerät ist komplett passiv gekühlt. Da hast du riesen Vorteile. Und zwar ist es bei mir so,
Ich hasse es, wenn diese Geräte rauschen. Die rauschen sich zu Tode, im Zweifel sind sie richtig laut, haben diese kleinen Mini-Lüfter und brüllen einen an. Du machst das Gerät eigentlich aus und sagst so, ich bin jetzt fertig, ich möchte kurz was essen. In dem Moment sagt die Automatik aber, Moment, ich bin nur viel zu heiß und lüftet und du bist so einfach nur dein Pausenbrot essen und möchtest mal kurz deine Ruhe haben. Das hast du hier nicht. Ja? Das zweite Thema ist, wenn du so ein rotierendes Teil hast, hast du wiederum ein Problem. Es ist nicht nur laut, sondern erstens, es kann kaputt gehen und zweitens, wenn du Staub oder Späne oder Säge, also nee, sowas wie Steinstaub zum Beispiel drin hast, dann kann so ein Lüfter richtig schnell kaputt gehen. Hast du überhaupt nicht. Keine Wartung, kein nichts, gar nichts. Übrigens, was wirklich irre ist, ist, du lädst das Gerät voll und du hast dann hier ein Standby von bis zu 3 Jahren. Es wäre schon sinnvoll, einmal im Jahr mal kurz nochmal zu gucken, alles ist in Ordnung, läuft, passt, vielleicht minimal nachzuladen, aber du kannst das jahrelang einfach in der Ecke stehen haben, loslegen und das nehmen und hast deinen Strom. Ist doch irre, oder? Und was das nächste ist, ist, wie lange brauchst du eigentlich, um das hier vollzuladen? Gute Frage, oder? Wir haben es ausprobiert, wir sind irgendwo knapp unter 2,5 Stunden rausgekommen. Das heißt, du kannst das gesamte Ding hier in 2,5 Stunden vollladen. Also, Leute, das ist der Hammer. Du wirst dir bestimmt eine Frage stellen, wie lange komme ich denn eigentlich hier mit hin? Ja? Und das kannst du nachschauen auf der Instagrid-Seite. Schau da einfach mal drauf, da kannst du eingeben, wie viel Energie dein Gerät verbraucht und wie lange du hier mit auskommst. Das ist teilweise länger, als man denkt. Ich habe zu Hause noch einen relativ modernen, kleinen Fernseher, der verbraucht 150 Watt. Da komme ich fast den ganzen Tag mit hin. Und so viel Fernsehen gucke ich eigentlich gar nicht. Sei es drum. Anderes Thema. Was du damit machen kannst, das hat mich vom Hocker gehauen. Wir haben leider kein Gerät hier, sonst könnten wir es mal testen. Und zwar das Thema Schweißen. Das Gerät hier ist so gut, die Energie, ich drücke das mal laienhaft aus, die Energie, die hier rauskommt, ist auch gut genug, dass du damit wirklich schweißen kannst. Selbst die Anlaufströme oder Spitzenleistung und so weiter kann das Gerät hier verkraften. Aber da wir kein Gerät haben, also da wir kein Schweißgerät hier haben, werden wir jetzt mal Folgendes machen. Wir werden jetzt mal hier, ich glaube sogar 2 Tests machen in einem Moment. Und zwar nehmen wir hier unsere Steckdosenleiste und werden einfach mal, weil wir können nur ein Kabel reinstecken, und werden hier einfach mal das Gerät hier anstecken und werden mal einen Test von uns aus machen. Nämlich, wir werden jetzt mal hier unseren Hobel laufen lassen. Wir werden hier wirklich hobeln. Währenddessen werden wir es natürlich auch absaugen und mal gucken, ob es das kann, ob das funktioniert. Wenn das funktionieren sollte, dann gehen wir eine Stufe weiter und nehmen den hier sogar noch mit dazu, ja, unseren Winkelschleifer, denn wir haben hier 2000 Watt. Hier haben wir, glaube ich, 500 Watt. Muss ich gleich nochmal nachgucken. Ja, ich blende das hier mal ein, wie viel Watt das Gerät nochmal hat. Da sind wir schon nah hier eigentlich an den 16 Ampere, den 3000 bis 3600 Watt. Aber spätestens hier sind wir eigentlich drüber und wir werden sehen, ob das Ganze hält oder nicht. Du hast gesehen, das hat wunderbar funktioniert, aber ein Hinweis, bitte mach das nicht nach. So eine Steckdosenleiste, wie die hier zum Beispiel, die darf maximal 3500 Watt Maximalleistung abbekommen und eigentlich sollte man sie sinnvollerweise auch darunter betreiben, also nicht an der Grenze, weil ansonsten haben wir hier ein Problem mit dem Querschnitt und dann wird das schnell sehr heiß. Ja, das wollen wir nicht. Ich wollte euch einfach nur eine Sache zeigen und zwar, wir haben diesen Hobel gehabt. Wir haben mit dem Hobel auch Last erzeugt, das heißt, wir haben wirklich gehobelt. Wir haben mit der Absauganlage hier, ja, der 750 Watt Absauganlage, gleichzeitig erstmal gearbeitet. Auch das hat funktioniert. Und dann haben wir noch den Anlaufstrom hier von dem Winkelschleifer hier reingehauen in das Ganze, plus dann auch beim Laufen und dann noch gehobelt. Ja. Und all das kann dieses Gerät hier vertragen. Also, ich bin wirklich erstaunt. Ich habe wirklich Lust, eigentlich mal das irgendwie an die Grenzen zu bringen. Ich glaube, ich muss mir mal ein Schweißgerät besorgen, dass wir auch das für euch mal ausprobieren können. Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, was wir noch alles hiermit mal ausprobieren sollen. Was man damit alles noch mal so anstellen könnte. Was sind denn eure Ideen? Wo würdet ihr das dann benutzen? Boah, was ist denn eure verrückteste Idee, wozu man dieses Teil benutzen kann? Das bitte mal unten in die Kommentare. Würde ich mich sehr darüber freuen. Eine Sache habe ich vergessen. Und zwar, was
kostet der Spaß eigentlich? Und hier ist es so, dass man beim Preis ganz klar sieht, wir sind hier im professionellen Bereich. Und zwar kostet dieser riesen Akkupack oder diese Steckdose zu mitnehmen rund 3.200 Euro. Ja? Wenn du einen Link dazu brauchst, schau mal in die Videobeschreibung, da findest du den auch. Das heißt, wir sind ganz klar nicht in einem Bereich, wo wir sagen, das kaufe ich mir mal schnell und nehme ich das mal mit. Ja? Sondern das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Andererseits ist es aber auch so, dass du natürlich sehr bewusst überlegen kannst, Mensch, wenn ich unterwegs bin, habe ich die und die und die Vorteile. Gerade im gewerblichen Bereich überwiegen die Vorteile an häufigen Stellen dann doch auf jeden Fall den Einstiegspreis von dem Gerät. Was ich noch interessant finde, was auf der Homepage auch angegeben wird, ist eine Sache, und zwar das Thema Umweltschutz. Und zwar ist das Ganze so modular gebaut, dass du, wenn zum Beispiel der Käfig kaputt geht, kannst du ihn einfach abbauen, ersetzen. Wenn irgendwas in dem Gerät kaputt ist und du es also zum Beispiel einschicken musst, ist es so gebaut, dass es nicht verkapselt ist und komplett Schrott, sondern dass man es jeweils noch wieder aufarbeiten, aufbauen kann und das dann wieder rausgehen kann in Betrieb. Finde ich super. Gerade, ihr kennt ja das beim Thema Handy, da kannst du nichts austauschen. Hier haben sie darauf geachtet, dass man es eben doch machen kann. Ja, dass zumindest von Instagram entsprechend repariert werden kann. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß damit. Ich bin sehr gespannt, was ihr für interessante Testideen habt. Vielleicht gibt es immer einen Nachtest. Da habe ich richtig Lust drauf. Und jetzt für euch erstmal ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.